Kreislaufen, wie fein schnell doch die Liebe macht. Heut glänzt die Sonne doppelt schön, als wäre Festtag an dem Himmel und sie des Festes Königin. Oh, wie danke ich dir, du liebe Sonne, dass du mir meinen August bringst. Lieschen! Lieschen, wo bleibst du denn? Aber so unglückseliges Fräulein, wie können Sie sich denn heute in diese berüchtigte, verrufene, bezauberte Gegend wagen? Hätte das gewusst, sie hätte mich nicht mit 20 Pferden aus dem Haus gezogen. Aber sie sagten ja nur, sie wollten ihrem August entgegeneilen, der heute von einer Kunstreise aus Italien zurückkommt. Ja, hier erwarte ich meinen August. Hier schieden wir vor 3 Jahren mit betrübten Herzen voneinander. Du weißt, dass mein Vater schon damals gegen unsere Liebe war. Hier schwor mir Evke Treue. Und meine gute Mutter versprach uns ihren Beistand. Nach seinen Briefen hat er große Fortschritte in seiner Kunst gemacht. Was Kunst? In diesen Bergen haus der Alpenkönig. Und wenn uns der erblickt, sind wir verloren. Das wird schon den Häus nicht kosten. Aber die Schönheit kann's kosten. Ja, wissen Sie, bin ich das jedes Mädchen, das den Alpenkönig erblickt, in dem Augenblick um 40 Jahre älter wird? Ja, schauen Sie mich nur an, da wird keine Minute herabgehandelt. 40 Jahre und unsere jetzigen dazu. Da kann eine schöne Rechnung rauskommen. Na, stellen Sie sich doch einmal die Folgen vor. Was würde denn Ihr geliebter Maler dazu sagen, wenn er Ihnen statt einer blühenden Frühlingslandschaft eine ehrwürdige Wintergegend aus der niederländischen Schule erblickt? Na, und was würden alle meine Anbeter dazu sagen, wenn der Anblick dieses Ungetüms meine Wangen in Falten legte, wie ein 100-jähriger Pergamentrollen? Wer hat denn solche Märchen aufgebunden? Es gibt gar keinen Alpenkönig. Also gut. Bald werde ich Sie wie meine Großmutter verehren. Folgen Sie mir. Oder ich gehe allein davon. Nein, bleib. Mein August muss gleich hier sein. Die Sonne steht schon hoch. Ja, du musst mir helfen. Der Wind hat meine Locken ganz zerrüttet. Du hast doch den kleinen Spiegel mitgebracht, wie ich dir befahl. Ja, freilich. Hätte ihn nur vergessen, dann könnte ihn jetzt wenigstens holen. Weißt du, Lieschen, er kommt aus Italien. Und die Frauenzimmer sollen dort sehr schön sein. Warum nicht gar? Also ich kenne auf dieser Welt nur ein schönes Frauenzimmer. Sie werden mich verstehen, mein Fräulein. Du bist zu galant. Lieschen, das verdiene ich nicht. Geglaubt, wie meinen Sie? Wie man nur so eitel sein kann? Ich meine natürlich nicht. So, jetzt sind die Locken alle offen. Du siehst, der Alpenkönig tut uns nichts. Nennen Sie doch diesen abscheulichen Alpenfürsten nicht. Er rauscht aus dem Gebüsch. Lieschen, das ist doch nur ein Vogel. Ach, du lieber Himmel, jetzt hat's den Spiegel mitgenommen. Die läuft ganz sicher noch aus. Lieschen, Lieschen, so hör doch. Du musst mir doch meine Locken aufstecken. Wenn jetzt mein August kommt und mich so erblickt, das überlege ich nicht. Ach, da eilt er schon den Hügel herauf. Oh, welche Freude. Wenn nur diese fatalen Locken nicht wären. Ich will mich da ein wenig verstecken. Vielleicht kriege ich sie noch zurecht. Seid mir gegrüßt, ihr heimatlichen Berge. Ach, wie herrlich dort die Alpe glänzt. Die heitere Luft und dort der dunkle Fels. Und doch muss ich bei all dem Schönen hier das Schönste noch vermissen. Bei all dem Lieben fehlt mein Liebstes mir. Ach, teures Malchen, warum erwartest du mich nicht? Malchen! Sie könnt gewiss. Ich will indes die Gegend malen, die sie so liebt. Wär sie nur hier. Sie sagte mir gewiss, was für eine Farbe ich wählen soll. Lass sie blau sein, wie die Treue. Malchen. Malchen! August, mein lieber August! Liebes, gutes, schönes Malchen. Nein, nein, böses Malchen. Du hast mich ja geneckt. Aber dafür räche ich mich durch diesen Kuss. Oh, du rachsüchtiger Mensch. Räch dich nur. Böse Leute sagen, die Rache sei süß, und auf diese Weise möchte ich es beinahe glauben.
soll uns trennen als der Tod. Und mein Vater, August, der ist noch weit über den Tod. Er ist zum Menschenfeind geworden. Unmöglich. Du rühmtest mir sein Herz, seine Redlichkeit. Ja, er besitzt beides. Doch du weißt, dass mein Vater, als er in der Stadt noch den ausgebreiteten Buchhandel hatte, um große Summen betrogen wurde, die aus Gutmütigkeit an falsche Freunde verlieh. Undank und Niederträchtigkeit brachten ihn zu dem Entschluss, den Buchhandel aufzugeben, die Stadt zu fliehen und sich auf seinem gegenwärtigen Landsitze zu verbergen. Niemand, selbst die Mutter nicht, kann um ihn sein. Alles flieht und fürchtet ihn. Und drum hat er natürlich jeden im Verdacht der Untreue und kennt doch keinem eine Verteidigung. Sein Menschenhass steigt mit jedem Tag. Und wir fürchten für sein Leben. Deinen Namen dürfen wir überhaupt nicht aussprechen. Er weiß, dass meine Mutter unsere Liebe billiget und hasst sie dafür bis in den Tod. Oh, grausames Schicksal. Also werde ich dich nie besitzen können, Marchen. Ach, wär ich frei wie jener Vogel, der sich so fröhlich in der blauen Luft dort wiegt. Ich zöge mit dir durch die ganze Welt. Glückliches, beneidenswertes Tier. Wer kann dir deine Freiheit rauben? Des Schützen blei, weil du die Frage stellst. Oh, August, sieh! Wer bist du, grauer Wundermann? Den Alpenkönig nennt man mich. Der Alpenkönig, weh mir! Marschen! Was ist dir denn? Hilfe! Hilfe! Steh dir bei! Hab Mitleid, Fels, und öffne schnell dein Herz. Erwache, Törin, die sich Flügel wünscht und so die Erde höhnt. Ja, sie schlägt die Augen auf. Marchen, wie ist dir denn? Wie soll mir sein? Erkennst du mich noch, August? Bist du von Sinnen? Was hast du denn? Feuten habe ich, lieber August. Viele tausend Feuten, schau mich nur nicht an. Aber was fällt dir ein? Du bist so schön, als du es immer warst. Wie schön wäre ich, gewiss. Und hätte keine Feuten, keine einzige. Gewiss nicht. Oh, wie danke ich dir, du lieber Himmel. Nein, eine solche Angst habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht ausgestanden. Was war dir denn? Lieschen sagte mir, ein Mädchen, das den Alpenkönig sieht, wird um 40 Jahre älter. So sagte sie. Da ist er schon wieder. Seid ohne Furcht. Schon zweimal sah ich eure Herzenbrand wie Morgenrot auf Lilienschnee erglühen. Und Tränen edler Sehnsucht nur verwandt, leidkündend über ihre Wangen ziehen. Und weil es mich so inniglich erfreut, dass ihr so seltsam treu noch denket, hab ich euch meine Fürstengunst geweiht und eure Lieb mit meinem Schutz beschenket. Ich weiß um deines Vaters Menschenhass, hab ihn belauscht, wenn er den Wald durchrannte mit Ebersgrimm, auf Bergesgipfel saß und seinen Fluch nach allen Winden sandte. Doch lasst den treuen Mut nicht sinken. Erkennen wird mit seinem Wahnsinn rechten. Die Sterne werden bald zur Brautnacht winken und Alpenkönig wird den Kranz dir flechten. Hast du gehört, August? Ist es ein Traum? Obwohl ich seine Existenz für ein Märchen hielt, muss ich sie doch für wahr erkennen. Komm, wir wollen meiner Mutter alles erzählen. Lass uns vertrauen auf den Alpenkönig. Er scheint nicht böse zu sein. Ich habe ihm auch dreist ins Auge geblickt. Und es hat mir nichts geschadet, nicht wahr? Ich bin um gar nichts älter geworden. Seit ich dich wiedersehe, kaum um eine Stunde. Um eine Stunde nur. Ach, eine Stunde kann ich schon verschmerzen. Und es war eine glückliche, denn ich habe sie mit dir verlebt. Seid doch ruhig, liebe Leute. Verseht euren Dienst nur noch kurze Zeit. Es wird sich vielleicht bald alles ändern. Bitte geht an eure Arbeit. Wenn mein Mann käme, ich bin in Todesangst. Er soll es wissen. Wir können es nicht mehr länger aushalten mit ihm. Wir tun unsere Schuldigkeit und er kann uns nicht leiden. Es wird sich alles ändern.
Ich habe an meinen Bruder in Venedig geschrieben. Er soll heute noch ankommen, um zu versuchen, meines armen Mannes Menschenhass zu heilen oder mich von ihm zu trennen. Es wäre höchste Zeit. Euer Gnaden schauen Sie ja gar nicht mehr gleich. Drei Weiber hat er schon umgebracht. Sie ist ja völlig ein blauer Bart. Diese gemeinen Äußerungen mit anhören zu müssen. Habakuk, ist mein Mann schon zu Hause? Der gnädige Herr ist schon wieder im Gartenzimmer. Geht mit 7 Ellen langen Schritten auf und ab und lasst niemand herein. Also ich versichere, euer Gnaden, ich war 2 Jahre in Paris. Aber ein solcher Herr ist mir noch nicht untergekommen. Kurzum, wir wollen alle fort. So, ihr wollt also eure Frau verlassen. Da ihr doch seht, dass ich sowohl wie meine Tochter dieselbe Behandlung erdulden müssen. Nein, ich kann euch nicht fortlassen, weil heute oder morgen mein Bruder ankommt. So lange müsst ihr die Launen eures Herrn noch ertragen. Aber es geht nicht, euer Gnaden. Es ist nicht zum Existieren. So. Also, nehmt dieses kleine Geschenk. Sterbt eure Geduld damit. Oh. Vielleicht geht's jetzt. Wir küssen die Hand, euer Gnaden. Wir werden heute sehen, ob wir auskommen können mit ihm. Euer Gnaden sind heute eine gescheite Frau. Ich sag's immer, euer Gnaden müssen einmal Kutscher gewesen sein. Ja, weil euer Gnaden so gut wissen, dass man einen Wagen schmieren muss, wenn er fahren soll. Eine Frau, die man die ganze Welt suchen darf. Ja. Ich versichere, euer Gnaden, ich war 2 Jahre in Paris. Aber ein Herz, wie euer Gnaden zu haben, belieben, das ist, wie man auf Französisch sagt, Nouveau. Na, endlich seid ihr zurück. Wo ist denn Malchen? Ist August angekommen? Haben Sie sich getroffen? Von alledem weiß ich keine Silbe, gnädige Frau. Ich weiß gar nichts, als dass mich an dem Ort des Rendezvous eine Angst befallen hat und dass ich Hals über Kopf zurückgelaufen bin. Malchen? Die war nicht zu bewegen, mit zurückzugehen. Na, wie kann sie sich unterstehen, meine Tochter allein zu lassen, sie leichtsinnige Person? Himmel, wenn ihr ein Unglück widerführe, nichts als Angst und Sorge überall. Aber gnädige Frau, das ist ja nicht zum Aushalten. Dieses Haus ist ja eine wahre Folterbank. Wie man die Dienstleute so herabsetzen kann. Es ist aber auch ein Volk. Ich bin nur ein Bedienter. Aber wenn ich mein eigener Herr wäre, ich jagert mich selber fort. Mich eine Person zu nennen? Solche Personalitäten. Aber halte er doch seinen Mund. Also ich bin kein Menschenfeind. Aber ich habe einen Stuhlmittelhass, was mir diese Person zuwider ist. Bloß weil sie nicht glauben will, dass ich in Paris gewesen bin. Ja, Geschichte ist ja recht, Mamsel Liesel. Oh, er erbärmlicher Wicht. Er verdient es ja gar nicht, dass sich ein Stuhlmädchen von meiner Qualität mit ihm unter einem Dache befindet. Parei sie nicht so mit ihrer Stuhlmädelschaft. Sie hat ja auch nicht die Stuhlmädlerei erfunden. Ich versichere Sie, ich war 2 Jahre in Paris. Da gibt es Stuhlmädel. Wenn man die ins Deutsche übersetzen würde, das gäbe eine Stuhlmädeliade, vor der sich die ganze hiesige Kammerjungfernschaft verstecken könnte. Ja, 2 Jahre in Paris gewesen, Einfallspinsel, er kommt mir gerade recht. Wenn er sich nur einmal untersteht, seine unverschämte Zunge zu meinem Nachteil zu bewegen, dann werde ich ihm den auffallendsten Beweis liefern, auf was für eine kräftige Art ein deutsches Kammermädchen die Ehre ihres Standes zu rächen weiß. Also, was man in dem Haus alles erlebt, ich war 2 Jahre in Paris, aber so etwas ist mir noch nicht vors Gesicht gekommen. Nein, das kann nicht mehr so bleiben. Es ist entsetzlich, was Sie treiben. Ins Gesicht werd ich belogen, hinterm Rücken frech betrogen. Das Geld muss ich am Ende vergraben, denn Sie stehlen wie die Raben. Ich hab keinen Kreuzer Schulden, bare 100.000 Gulden. Und doch wird mir's noch zu wenig. Es tät Not, ich würd ein König. Meine Felder sind verhagelt, meine Schimmel sind vernagelt, meine Tochter wie betrübt, ist das ganze Jahr verliebt. Alle Tage das Gewinsel, um den Maler, um den Pinsel. Der kam, hat ein Renommee und vom Geld ist K.I.T. K.I.T. Und mein Weib bei allem Blitzen will die Frechheit unterstützen. Sagt, er wär ein Mann zum Küssen, wie die Weiber das gleich wissen. Und das soll mich nicht verdrießen, ja, da möcht man sich erschießen.
Und statt dass man mich bedauert, wird auf meinen Tod gelauert. Und so sind sie alle, alle, alle. Ich zerberste noch vor Galle. Ich zerberste noch vor Galle. Es ist aus. Es ist aus. Es ist aus mit mir. Die Welt ist nichts als eine giftige Belladonna. Ich habe sie gekostet und bin toll davon geworden. Ich brauche doch nichts von den Leuten. Sie kriegen auch nichts von mir. Nichts Gutes, nichts Übles, nichts Süßes, nichts Saures. Nicht einmal einen sauren Wein will ich ihnen mehr verkaufen. Ich habe Aufrichtigkeit angebaut und es ist Falschheit herausgewachsen. Es ist schändlich. Schändlich. Ich bin auf dem Punkte, durch meinen eigenen Schwager zum Bettler zu werden. Er hat mich überredet, mein Vermögen einem Handlungshaus in Venedig anzuvertrauen, das jetzt dem Sturze nach sein muss. Ich bekomme keine Prozente, keine Zinsen, keine Interessen, ja nicht einmal einen Brief von meinem heuchlerischen Schwager, der vielleicht im Bunde schickt mit dem betrügerischen Volk. Und so täuscht mich alles, alles. Ich habe schon so viel ausgestanden in dieser Welt. Ich kann es ja beweisen. Ich habe 4 Atteste. Denn ich habe das 4. Weib. Und was für Weiber. Eine jede von ihnen hat eine andere Untugend gehabt. Die erste war herrschsüchtig. Die wollte immer eine Königin spielen. Bis ich dann als Treffkönig aufgetreten bin. Und dann hat es abgedankt. Die zweite war eifersüchtig. Bis zum Wahnsinn. Wie sich nur eine Fliege auf meinem Gesicht hat blicken lassen, patsch, hat sie schon erschlagen. Aber es hat Eifersucht. Diese arme Fliege. Walburga hat's geheißen. Nein, nicht die Fliege, ich meine das Weib hat Walburga geheißen. Das waren 2 Ehen, da kann man wirklich nur sagen, Schlag auf Schlag. Na, und die dritte war mondsüchtig. Wie ich in der Nacht hab nur wollen ein bisschen mit dir reden, ist sie schon oben gesessen auf dem Dach. So hat's geschaut, diese Mondscheinheilige. Und jetzt frage ich einen Menschen, ob das zum Aushalten war. Eine Herrsch, eine Eifer und eine Mondsüchtige. Dabei haben noch die behauptet, dass sie mit mir nicht leben können. Wirklich mit mir. Sind auch alle gestorben. Aus lauter Bosheit. Wo glauben Sie, ich bin gescheitert worden? Gar kein Deal. Hat mich doch diese Höllenlust angewandelt, eine 4. zu nehmen. Eine 4., die 4-mal so falsch ist als die anderen 3. Antonie heißt's. Die mein Kind im Ungehorsam gegen mich unterstützt. Einen Maler protegiert, einen Maler, der vor lauter Hunger alle Form spült. Nun, das ist erst eine. Nix als umeinander wischen mit dieser Dienstbotenbrut. Komplott gespielt. Gegen mich. Gegen ihren Herrn und Gebieter. Da schau her, da schau her. Du schleichst das Stummerl umeinander. Die hat doch sicher auch wieder eine Betrügerei im Kopf. Ich werde sie hereinrufen, um sie auszuforschen. Ganz unauffällig und still. Hey, Lieschen! Da herein mit dir! Da herein, sag ich! Was befehlen euer Gnaden? Ich hab etwas zu reden mit dir. Mit mir? Das kann eine schöne Konversation werden, was er schon für Augen macht. Da kommen Sie her. Ganz daher. Sie infame Person, Sie. Aber euer Gnaden. Was heißt euer Gnaden? Nichts, euer Gnaden. Schweig Sie still und antworte Sie mir. Das kann ich doch nicht zugleich. Aber sie kann alles. Es gibt keinen Betrug, der nicht möglich wäre. Sie ist ein Mosaik von allen Falschheiten zusammengesetzt. Aber wer wird sie denn solche Impertinenzen sagen lassen? Sie wird sich sagen lassen und wird keinen Laut von sich geben. Was hat sie denn jetzt für eine Betrügerei vorgehabt? Ich? Sie will mich bestehlen. Aber nein. Was denn? Ich will mich empfehlen. Nicht von der Stelle oder schieße dich. Nicht gewusst? Antwort. Warum hat sie denn so verdächtig herumgesehen? Hm? Was ist denn am Werk? Los, geh muss etwas. Entweder die Maul oder die Flinten. Aber
Was soll mein Leben riskieren? Lieber gnädiger Herr, ich will ja alles gestehen. Ah, also endlich kommt's an den Tag. Ich hab gelauscht, ob das Fräulein schon zurück ist. Die gnädige Frau hat mich ausgezankt, weil ich nicht bei ihr geblieben bin. Dort, wo sie ihren Verlobten erwartet, der heute ankommt. Die gnädige Frau ist mit ihr einverstanden. Aber weil sie mich so misshandelt hat, verrate ich sie. Entsetzlicher Betrug. Und sie, sie niedrig denken, die Person, sie wagt es, ihre Gnädige zu verraten, der sie so viel Dank schuldig ist? Aus meinen Augen, undankbare Kreatur! Ich will nie mehr etwas von ihr wissen. Ja, aber was hätte denn machen sollen? Schweigen hätte sie sollen. Ja, aber dann hätten wir da euer Gnaden erschossen. Mit was denn? Mit dem da? Ist ja gar nicht geladen. Betrug gegen Betrug. Was? Dann hätte ich also meine ganze Angst umsonst ausgestanden? Ah, nicht umsonst, du Krokodil von einem Stummel. Du sollst eine ganze Menge dafür haben. Meine Verachtung, meinen Hass. Und hier, deinen Lohn. Oh! Was ist schon wieder wieder? Ja. Dann geschieht ja schon recht. Nimm's und marsch aus dem Haus, oder ich zahle dich auf eine andere Art aus. Nimm's, hab ich gesagt. Warum nimmst du das denn nicht? Ich werd's schon nehmen. Gnädiger Herr. Was denkst du denn noch, du Fipper, du Elendige? Nimm's und ruf mir deine Gnädige. Die ist eh da. Wo? Du nicht. Wo ist sie? Wo? Das ist ein alter Noh. Kortinscher. Na, merken Sie, wie falsch die ist? Dieses weibliche Insekt wagt es, mich zum Besten zu halten? Oh, Rappelkopf, wie falsch diese Menschen mit mir sind. Und ich bin so gut mit ihnen. Ui, da kommt mein Weib. Was willst du denn, lieber Mann? Dich will ich. Dich allein. Aus der ganzen Menschheit nur dich allein. Und von dir mein eigen Fleisch und Blut, meine Tochter. Wo ist meine Tochter? Sie ist nicht zu Hause. Nicht zu Hause, ich habe nicht gefragt, wo sie nicht ist. Ich habe gefragt, wo sie ist. Also, wo ist sie denn? Sei doch nicht gleich so heftig. Was heißt, ich soll heftig sein? Ich bin selber ganz erstaunt über meine Gelassenheit. Aber ich weiß ja, wo sie ist. Ich weiß ja. Im Wald ist sie, stimmt's? Aha, na also. Also, auch mein Kind ist für mich verloren. No, no. Im Wald ist doch kein Bär. Ja, aber ein junger Herr. Also, die Geschichte ist noch immer nicht aus mit diesem Maler? Nein. Und darf auch nicht aus sein. Denn das Glück deiner Tochter steht auf dem Spiele. Sie wird ihn ewig lieben. Und ich werde ihn ewig hassen. Was hast du denn als Mensch an ihm auszusetzen? Nix. Nur, dass er einer ist. Nein. Ich kann deine Ansicht nicht teilen. Ich darf es auch nicht. Meine Pflicht verbietet es mir. Ja, ja, weil du dir die Pflicht auferlegt hast, mich zu hassen, zu betrügen, zu belügen, etc., etc. Ja, aber so blicke mich doch nur an. Nein. Rappel. Nein. Ich habe meinen Augen jedes Rendezvous mit den deinigen untersagt. Lieber Kranäugling als Liebäugling. Also aus meinem Zimmer. Du wendest mir den Rücken zu? Ja, in jeder Hinsicht. Weil du alles hinter meinem Rücken tust, so red auch hinter meinem Rücken. Hinaus, du Ungeheuer! Mann, ich warne dich zum letzten Mal. Ich habe diese Behandlung weder verdient, noch darf ich sie länger erdulden, wenn ich nicht die Achtung vor mir selbst verlieren soll. Es ist wirklich höchste Zeit, dass ich mich entferne, damit ich mich nicht durch den Wunsch versündige, der Himmel möge dich von einer Welt befreien, die deinem liebeleeren Herzen zur Last geworden ist und in der du keine andere Freude mehr kennst als die Qual deiner Angehörigen. Na, merken Sie, wie falsch die ist? Das ist eine entsetzliche Person. Dieses Weib, gegen das ich eine so auspeitschenswerte Liebe gehabt habe, verlangt Vertrauen von mir. Woher nehmen? Woher denn nehmen? Wenn ich nur einen wüsste, der mir ins Leid. Ich wollte ihm dafür den ganzen Reichtum meiner Erfahrungen einsetzen. Ach, dieser Garten ist halt doch meine einzige Freude. Die Natur ist doch etwas Unerreichbares.
Da ist alles so gut eingerichtet, so ausgeglichen, so harmonisch. So, jetzt schaut er den Mistviecher, jetzt schaut er den Mistviecher, wie diese Rappen wieder den Baum auffressen. Dieses kriechende Schmarotzergesindel. Aber fress nur zu. Sacramento steht da. Wie komme ich da hinaus? Ich traue mich ja nicht vorbei. Der fährt ja auf mich los wie ein Kettenhund. Ja, was? Was kann mir passieren? Ich war 2 Jahre in Paris. Ja, und wenn ich angefressen seid, dann wieder weiter um Häuser zum Nachbar. Der soll auch seine Freude haben. Bravo, bravissimo! Was ist denn? Was will er denn da? Wend mich schon an. Was willst du denn da herinnen, hä? Warum erschrickst du? Hat mich schon. Verzeihen, Herr Gnan, ich hab... Was hast du? Ein schlechtes Gewissen hast du? Was versteckst du denn da, Habakuk, hä? Was versteckst du denn da? Ich versteck gar nichts, Herr Gnan. Das ist nur das Küchenmesser. Der Kerl hat mich umbringen wollen. Warum nicht gehen? Im Augenblick, es steht, für wen ist dieses Messer geschliffen? Ist dieses Messer für mich geschliffen? Wie können Euer Gnaden sowas glauben? Ich hab nur fragen wollen, ob du mich umbringen darfst. Ja, aber da würde man doch Euer Gnaden nicht erst lang fragen. Du schädlicher Verräter! Verlassen sich Euer Gnaden nur berichten. Keine Entschuldigung, hey, lass mich gehen, du! Der lässt mich nicht zu Wort kommen. Euer Gnaden, Sie müssen mich hören. Untersteh dich und komme an den Leib. Ich glaub, der Kerl hat noch ein paar Messer bei sich. Dann untersuch mich, Agnard, in Deichsels Namen. Das will ich auch. Gesteh, du Bandit, du Verdächtiger. Wer hat dich gedungen? Ich verstehe euer Gnaden gar nicht. Ich will wissen, wer diese Schreckenstat veranlasst hat. Himmel, die gnädige Frau hat Angst. Was? Kein Wort mehr. Ich brauche nichts mehr hören. Ich brauche nichts mehr zu wissen. Das ist entsetzlich. Mein Weib. Mein Weib will mich ermorden lassen. Das ist erschrecklich. Ich hätte so eine Zigurre ausstechen und er glaubt, ich will ihn abstechen. Das ist ja schrecklich. Ja, das ist schrecklich. Das ist entsetzlich. Das ist das Unmenschlichste, was die Weltgeschichte je aufzuweisen hat. Drum hinaus, du Mörder, du Ungeheuer, hinaus, du Satan in Livree. Aber Herr Gnaden... Hinaus, habe ich gesagt, du. Also, ich war 2 Jahre in Paris, aber sowas ist mir noch nicht untergekommen. Es ist vorbei. Ich bin unter meinem eigenen Dach des Lebens nicht mehr sicher. Mein Weib will mich ermorden lassen. Drum hinaus, nur hinaus aus dem mörderlichen Haus. Doch vorher will ich mich rächen. Alle Möbel hier. Gleich zuerst nehme ich mein Schwert und diesen 40-jährigen Sessel, auf dem meine Weiber saßen, die mein Lebensstück mir fraßen. Hart, ich schmeiß ihn ganz zusammen. So, er hat es überstanden. Auch den Tisch, an dem ich Briefe voll Gemüt und treuer Tiefe einst an falsche Freunde schrieb, entspalte ich mit einem Hieb. Und der weltverführende Spiegel, der Verderbtheit blanke Siegel, dieser Abgott aller Schönen, dem die eitlen Narren frönen, wo sie stehen, wo sie gaffen und sich putzen wie die Affen, Gesichter schneiden, Bucker machen, weißer Zähne wie Lachen. Warum zeigst du mir dies wilde in dem hellpolierten Schilde, boshaft grinsende Gesicht? Ich ertrag es länger nicht! So, da hat es jetzt der Held. Und sein Harnisch ist zerschellt. Ja, da nutzt bei mir kein Bitten. Sakrament, ich hab mich geschnitten. Doch ich mach mir gar nichts draus. Bloß ein Eimer Blut heraus. Nun, ihr Hunde, ihr Verwendet, ihr lauert auf mein Ende. Euch kann ich zwar nicht zerschlagen, doch ich will euch etwas sagen. Ich fliege es in den Wald hinaus. Und kehr nimmer mehr nach Haus! Ich mein Würschel sehe.
kann ich an mein Franzl denken. Nur der Liebesfrau! Ihr Bagage seid nicht still, Teufelsappenlot! Franzl ist ein Pfifferbuhr, singt den ganzen Tag, dass er mich allein, wenn wir nicht verhängen, gehen wir zum Mond. Wächst das Kind nicht in der Wiegen, spült's euch mit dem Hund. Franzl ist ein Pfifferbuhr, Mutter, gib uns Rauch. Wenn's nicht euren Schnabel holt, schlag ich euch noch tot. Stieg! Mutter, Frau! Ich kann doch nicht mehr. Schwindel hat er. Man darf den Kindern gar nicht sagen. Jetzt hat der Vater so viel Kohl gemacht. Und hat kein Geld zur Frau. Nicht für den Schwindel. Na, was geht es euch an? Weil wir hungrig sind. Ich weiß schon, warum wir so wenig zu essen kriegen. Weil der Vater so viel trinkt. Jetzt schaut nur doch mal die Spitzbahn an. Die haben gar keinen Respekt für ihren Vater. Die massakriert die Form. Alter, nein. Liegen, bleib. Er kriegt schon wieder den Schwindel. Der Vater kann nicht. Jetzt schaut's den an. Was will denn der da? Was schaut er? Was will er? Na, sie will ich nicht, sie Alter tun. Was kostet die hinten da? Was muss ich zahlen, wenn ich euch alle hinauswerfen darf? Der hat einen kuriosen Gusto. Er impertinenter Mensch, was untersteht er sich denn da hereinzukommen? Und uns Grobheiten anzutun. Was hat denn er hier zu befehlen? Ich kann meine Kinder schlagen, wie ich will. Was geht denn den Herrn mit Buckel an? Die schlägt sie an sein Mittagessen. Super, Huss. Ein Wort mehr. Geld ist da. Du Garten sind da. Kennen alle euch, verstanden? Also, schön freundlich sein, Buckel machen, euer Gnaden sagen, aber geschwind, Bagage, geschwind, komm. Euer Gnaden, wir bitten um Verzeihung. Geht's, Kinder, geschwind. Küsst dem gnädigen Herrn die Hand, kriegt's was schenken. Du Garten hat er, küsst mein Hand. Ist schon da, die Brut. Euer Gnaden, wir bitten euch schön um Antworten. Schamt euch nicht, der foppt euch nur. Hurra, sind da. Was will die Frau für die Kölschen? Ich kaufe ihr's ab, wenn's noch so teuer ist. Ach, euer Gnaden machen Ihnen nur einen Spaß. Was wollten Sie denn mit der miserablen Hütte da? Das geht sich gar nichts an. Hat sie genug an 200 Dukaten. Ach, euer Gnaden, so viel Geld kann sie gar nicht geben auf der Welt. Da werden wir ja versorgt auf unser Lebtag. Aber die Mutter wird doch die Hütten nicht verkaufen. Was wird denn mein Franzl sagen, wenn er es hört? Mutter, gebt's ihm, sie ist nicht mehr wert. Ach, du lieber Himmel, ist das ein Glück, wenn nur mit meinem Mann was zu reden wäre. Vater, so steht der Vater auf. Oder wir verkaufen den Vater. Dazu? Du Mann! Nein, die Schande vor den Leuten, er kann sich gar nicht rühren. Die Hütten kannst verkaufen. Stell dir vor, 200 Dukaten kriegen wir dafür. Ist wenig, viel zu wenig. Wenn es nur nicht hergabert. Der Mann weiß ja gar nicht, was er redet. Sie können uns haben, Herr Gnaden, es ist schon alles in der Ordnung. Hinter, zusammenpacken. Ich kaufe alles, wie es da liegt und steht. Das ist die Kuchli, das ist eine Menge Kuchli hier. Und was gibt's? Die sind gar nicht zum Bezahlen. So, da ist das Geld. Und jetzt augenblicklich hinaus, alle miteinander. In 2 Minuten will ich keins mehr sehen. Sieht die Mutter. Jetzt kommt's halt doch aufs Hinauswerfen heraus. Das ist ein abscheulicher Mensch. Gib ihm die Mutter sein Geld zurück. Na, das gebe ich nicht mehr her. An solchen Noren findet man nimmer mehr. Hey, Kinder, Vater, Mutter, auf, wir müssen alle fort. Ah, das kann der Aufzug werden. Aufsteh, Mann. Hey, geh nicht fort. Bis ich das Geld nicht auf. Ich hab schon das Geld, so geh nur zu. Christoph, du führst die Großmutter, du führst den Hund und ich führ meinen Mann. Und der Bangert? Was zieht mit dem Fratzen da? Salchen, das nimm ich unterm Arm. Das ist eine Zigeunerbagage. Also, seid ihr endlich fertig? Ja, endlich. Also dann hinaus, alle miteinander. Aber rasch. So müssen wir wirklich fort aus unserem lieben Haus? Mann, das soll der Herr Kanz nicht verantworten, dass der Herr mit seinem Geld...
für ein Unheil anstift. Schon wieder zurückkommen, wenn er ausgetobt hat. Wie oft verließ er nicht das Haus und lief den Bergen zu. Ach, Kinder, es ist eine böse Ahnung in meinem Busen, die mir jede Hoffnung raubt, dass wir ihn gesund und wohlbehalten wiedersehen. Na, komm er schon! Da kommt Lieschen mit Haferkuck. Vielleicht hat man schon Nachricht gebracht. Herein, Herr abscheulicher Mensch! Und erzähl aber gnädigen Frau den ganzen Vorfall. Stellen Sie sich euer Gnaden vor, mit dem Haferkuck hat er den letzten Auftritt gehabt. Wegen dem Haferkuck ist er fort. Rätsel nicht so einfältig daher. Was kann denn ich dafür? Der Mensch ist ja blass wie eine Leiche. Warum hat er das nicht gleich gesagt? Wo war er denn bis jetzt? Auf dem Kornboden hat er sich versteckt, aus lauter Angst vor dem gnädigen Herrn. Er hat ihn ja ermorden wollen. Wen? Der Haferkuck, den gnädigen Herrn. Nicht möglich. Nicht möglich? Er hat's doch selbst gestanden. Sehen sich euer Gnaden doch einmal diese Mörderphysiognomie an. Der bringt doch noch das ganze Haus um. Also, das ist doch eine schändliche Person. Ich bitte euer Gnaden, dass ich mich an ihr vergreifen darf. Und da steh er sich und komm er näher. Er Missetäter. Lieschen, du wirst mir doch keinen Scherz erlauben. So spreche, Haferkuck. Warum zittert er denn so? Aus lauter Zorn. Ich benehme mich freilich in alle Présence d'esprit. Ich war 2 Jahre in Paris, aber mir schäbern die Knie. Da setzt er sich nieder und erklärt sich über die Sache. Ich kann mir nicht anders erklären, als dass ich, wie euer Gnaden befohlen haben, eine Zichore hab ausstechen wollen. Und wie der gnädige Herr das Küchenmesser bei mir erblickt, so behauptet er, ich hätte ihn in der Geschwindigkeit unter der Hand umbringen wollen. Lässt mich nicht zu Wort kommen, schüttelt mich wie einen Zwetschgenbaum und fragt mich, wer mich gedinget hat. Ich wollte antworten, die gnädige Frau braucht eine Zigure. Wer aber den Zigure nicht aus mir herauslässt, das war er. Denn kaum habe ich das Wort die gnädige Frau gesagt, ist er schon mit beiden Füßen am Plafond hinaufgesprungen und hat geschrien, meine Frau will mich ermorden lassen, meine Frau will mich ermorden lassen. Und hat mich mir nichts, dir nichts bei der Tür hinausgebrüllt, von wo ich mich aus lauter Desperation auf dem Kornboden versteckt hab, bis mich dieses intrigante Frauengeziefer heruntergestöbert hat und jetzt diese ganze Geschichte auf eine so verkehrte Weise erzählt. Also des Mordes hält er mich verdächtig. Beruhigen Sie sich, liebe Mutter. Wer sollte glauben, dass ein so gesunder Verstand so fantastisch ausarten könnte? Er ist ein Hypochondriast. Er hat zu reizende Nerven. Also das ist ja zu erschrecklich. Dieser Mensch war 2 Jahre in Paris und ist so einfältig wie eine Auster. Ha! Diese Person fällt noch von meiner Hand. Und du hast ihn aus dem Hause laufen sehen? Er hat den Ball dazu, nachdem er vorher die große Schlacht gegen die Möbel gewonnen hat. Mir bangt um sein Leben. Ich kann nicht ruhig bleiben. Ich muss hinaus. Ich muss selbst hinaus. Nein, ich bitte, bleiben Sie. August, der Alpenkönig hat uns getäuscht. Ich verwünsche diesen Kobold. Himmel, welche Erscheinung. Er ist es. Wer? Der Erzherzog. Der Alpenkönig, das ist der Himmel erfahren. Warum verfluchst du mich? Du Wunderwesen. Dessen Macht wir nicht erklären können und die doch unleugbar, weil sie dem Auge und dem Herzen sich zugleich verkündet. Du hast uns deinen Schutz gelobt und doch ward diesem Haus so tiefes Leid, dass ich beinahe fürchten muss, du könntest meiner Liebe Glück mit ihres Vaters Unglück nur bezwecken.
Wenn du es weißt, wo er jetzt irrt, so rett ihn, hoher Klippenfürst. Ich verstehe meine Kinderworte nicht. Doch wenn meines Mannes Herz in deinen Zauberbanden liegt, so gib es frei. Wir werden dich gewiss stets als ein gütiges Wesen verehren. Ich, hoher alten König, wag ja nicht mein Auge zu dir zu erheben. Ich weiß schon warum. Aber wenn du ein galanter Geist bist, so lass dich bitte einer Kammerjungfrau etwas gelten. Auch ich bitte höchst estimabel, eure altenländische Hoheit. Ich dachte es wohl, es wandle euch Besorgnis an, weil mein Geschäft so üblen Anfang nimmt. Doch sorgt euch nicht, ich bin ein kluger Handwerksmann, der seinen Vorteil schon vorausbestimmt. Drum, was ihr Böses mögt, in baldiger Zukunft schauen, wenn ihr bei nächster Sonne wieder ihn erblickt. Ihr sollt nur kühn und treulich auf mein Wort vertrauen. Noch ehe sie singt, hat Alpenkönig euch beglückt. Sonderbar, wie das Phantom auch ist, so hat es mich doch wunderbar getröstet. Kommt, Kinder, begleitet mich hinaus. Wir wollen sehen, ob schon einige von den Boten zurückkehren, die ich nach meinem Manne ausgesendet habe. Na, Monsieur. Nein, was einem in diesem Haus für Erscheinungen begegnen, das geht schon ins Entsetzliche hinüber. Ich war zu gut, das ist kein größter Fehler. Die Leute wollen das nicht. Ich war in meinem eigenen Haus des Lebens nicht mehr sicher. Mein Weib will mich ermorden lassen. Mein Weib will mich ermorden lassen! Habt ihr es gehört, ihr stolzen Stämme dieses edlen Waldes? Habt ihr es gehört? Mein Weib will mich ermorden lassen. Ja, ist denn dieser Wald so echolos, dass ich der Einzige bin, der diese Schandtat ausposaunt? Wer ist denn da? Ist es ein Mensch, der soll hervorkommen, damit ich ihm meinen ganzen Vorrat von Impedenz ins Antlitz werfen kann? Heraus da! Wer ist denn hier? Na, diese Antwort hätte ich nicht erwartet. Wirst du gehen, du Mistfisch, du wirst du! Fuck du! Test! Fuck du! Warum verfolgst du diesen Sohn meiner Herde? Na, da gibt der Herr auf seine Kinder besser Acht. Das ist hier mein Territorium. Da leide ich weder etwas Vierfüßiges noch etwas Zweifüßiges. Also weiter, Vater und Sohn, weiter. Du irrst, wenn du wähnst, dass du auf eigenem Boden herrschest. Drum frage ich dich, wie du es wagst, schamlose Flüche auszustoßen, dass sie wie Gift gar reif an diesen Blättern hangen. Der Kerl schaut ja aus, als wenn er von Gusseisen wäre. Wenn los ist stehen, dem gebe ich gar keine Antwort. Weiter! Was ist das für eine Art, auf einen Menschen zu schießen? Du bist kein Mensch. Das ist aber das Neueste, was ich höre. Du hast dich ausgeschlossen aus dem Menschenkreis. Bist du gesellig wie der Mensch? Du bist es nicht. Hast du Gefühl? Du fühlst nur Hass. Hast du Vernunft? Ich finde keine Spur. Impedimenter, Kerl. Was hast du zu erwidern mir? Nicht ihm schon was erwidern, aber wenn er kein Quer in der Hand hat. Die Flinte weg! Ich bin ein Mensch. Und das ein besserer, als ich hätte sein sollen. Ich trage keine Schuld. Die größte. Denn du kennst dich selber nicht. Das ist doch nicht wahr. Ich bin der Herr von Rappelkopf. Das ist auch alles, was du von dir weißt. Doch dass du störrisch, wild, misstrauisch bis zum Ekel bist, vom Starrsinn getrieben bis an der niederen Bosheit Grenze und den üblen Eigenschaften alle heißen, die du für Vorzug deines Herzens hältst, das ist dir unbekannt, nicht wahr?
Mir ist nur eins bekannt, dass du ein Lügner bist, der mir eine Menge Fehler andichtet, die er gar nicht hab. Ich fühle den Beweis, dass du weit mehr noch hast, wenn du dich meiner Macht vertraust und mir gelobst, dass du dich ändern wirst. Nein, ich vertraue mich keinem Menschen an. Betrug ist das Panier der Welt. Also willst du nicht die Hand zur Besserung bieten? Nein. Nein, ich biete nichts. Und wenn mir das Wasser bis zum Hals aufgeht. Wohlan, so lass uns den Versuch beginnen. Weil nicht Vernunft kann dein Gemüt gewinnen, soll Geistermacht zu deinem Glück dich zwingen. Und mit dem alten König wirst du ringen. Vermeid dies Haus, sonst tritt auf allen Wegen Vergangenheit dir leichenblass entgegen. Und willst du Elemente Brüder nennen, so lern auch ihre Wut und ihre Schrecken kennen. Es soll dich Feuer, Wasser, Luft und Erd bekriegen. Dann wähl, ob du dich willst in meinen Vorschlag fügen. Und wirst du liebend nicht dein Herz zur Menschheit wenden, so sollst du, wildes Tier, in Waldesnacht hier enden. Das ist ein schrecklicher Kerl. Aber was, ich tue doch, was ich will. Just, du sollst mich nicht um einen Schlaf heute bringen. Gute Nacht, Freund Wald. Wo weilst du denn so lang, du liederlicher Mann? Und kommst so spät erst in der Nacht nach Haus? Kommst gleich herein. Mir wird schon Angst allein. Sonst rauf ich alle Harti aus. Himmel, das ist mein erstes Weib. Ich erkenn's, weil sich gleich auf meine Haare abgesehen hat. Da bringt mich niemand bei der Tür hinein, der den Satan im Leib. Jetzt kommt's, Achtung, zum Donnerstag! Ah! Wer schaut denn da raus? Ich bin's, du falscher Mann. Du Ungetreuer, du. Warum hast du nach mir jetzt schon das zweite Weib? Und ich hab dich so lieb. Hab selbst im Grab keine Ruhe. Ich schau keinen anderen an. Kann ohne dich nicht leben. Drum komm herein. Ich muss dir Küsse geben. Oh, Elemente, das ist mein zweites Weib. Ich kenn's an der Eifersucht. Die ist schon eine Ewigkeit tot und kann nicht leben ohne mich. Was soll ich denn jetzt tun? Mir wird schon völlig Angst. Jetzt kommt dein Wetter auf. Geht nicht nur auf den Dachboden auf. Ach was, ich probier's. Mordigal, da ist sie bitte auch. Die Mondscheinheilige. Jetzt haben's alle drei ausgelassen. Wo willst du hin? Du darfst nicht fort. Du musst den Mond mit mir betrachten. Sieh hin, das bleiche Antlitz dort. Es ist das Bild von deiner jetzigen Frau. Sie weint. Schau hin. Schau. Schau. Jetzt grinst mich auch die vierte an. Oh, höllisches Quartett. Mich würgt die Angst. Lass los. Ich fall noch übers Dach mitsamt dem Bein. Ich muss hinab. Ich bleib nicht hier. Mit dem Ärger. Wenn das so weitergeht, geht die Welt zugrund. Ah! Ich rechne mich auf diesen Baum, sonst werde ich das bis auf die Haut. Also komm!
folgen. Du bist die Wette mit mir eingegangen. Du wolltest dein Gemüt in Edleres verkehren, wenn du die Fehler deines jetzigen erkennst. Ja, ich weiß. Das habe ich gesagt im Angesicht von vier Zeugen von Feuer, Wasser, Luft und Erde. Aber jetzt gibt mir schon die ganz gewisse Überzeugung, dass ich endlich eine Ruhe habe in meinem Void. So hör mich an. Damit du kannst in solchen Seelenspiegel schauen, will ich deinen Geist aus deinem Leib entführen und ihn in einen neu erschaffenen Körper verbannen. Du wirst dein Denken, Wollen, Handeln, Fühlen genau in eines anderen Bild erblicken. Und was geschieht dann mit mir? Laufe ich so ohne Seele herum oder bekomme ich vor eine andere zu leiden? Du wirst als Bruder deiner Frau erscheinen, doch ganz die Kraft der eigenen Gesinnung behalten. Das heißt also, ich werde für mein Weib, für mein Kind und für meine Leute zwar so ausschauen wie mein Schwager, aber reden und denken kann ich doch, was ich will. So ist es. Dadurch kannst du dich überzeugen, wie über dich dein Weib, dein Kind und der von dir so gehasste Maler denken. Doch dass du auch an deinem Ebenbild den höchsten Anteil nimmst, so hängt dein künftiges Schicksal ganz von dem freien Handeln dieses Doppelgängers ab. Auch ist dein Leben selbst an seines festgebunden. Und wenn er es verliert, solange er für dich lebt, stirbst du in ihm. Aha. Das heißt also zwei Menschen und ein Leben. Na, da bin ich aber neugierig, was deine Taschenspielerei vermag. Das ist ja ein unendlich verwickelter Fall. Der wird ja in 100 Jahren nicht aus. Aber was geschieht denn jetzt? Habe ich noch meinen Geist oder hat ihn schon jemand anderer? Bin ich schon mein Schwager oder bin ich noch der Schwager meines Schwagers? Es wird dich jeder für den Bruder deines Weibes halten. Auch wirst du so gekleidet sein wie er. Ihr alten Geister, führt ihn fort und bringt ihn vor sein Haus. Dort werde seinem Übermut Beschämung, Überzeugung, Strafe. Also gut, so will ich dieses Exil der Falschheit noch einmal betreten. Ich gehe und deponiere dir meinen Geist, von dem ich weiß, dass er so wenig Fehler hat, als Eicheln auf einen Kirschbaum wachsen. Alpenor. Sein Starrsinn ist, der mich zu festen Hoffnungen berechtigt. Denn hat er sich erkannt, wird ihn mit gleicher Heftigkeit der Trieb zur Besserung erfassen, als seine kräftige Fantasie den Wahn des Hasses jetzt umklammert hält. Und ich will scheinbar mich in ihn verwandeln und so durch Trug zu seinem Besten handeln. Und du musst den echten Bruder seines Weibes zurückhalten, dass er nicht zu früh von seiner Reise vor des Menschenfeindes Haus eintrifft. Halt, halt! Was treibt mir denn, ein verwünschter Kerl? Ich bin ja des Todes. Wurde mit ihm hingeführt? Geduld, mein Herr, wir werden gleich am Ziele sein. Der Kerl ist ja besoffen wie eine Kanone. Mich massakrieren, ihr verflixter Lumpenhund. Was treibt er denn auf seinen gottverdammten Schiemen? Ich spanne meine Pferde aus. Und da steht ja sicher ein feiner Mensch. Wir stürzen ja hinab. Adieu, mein Herr. Wo will er hin? Ich reite durch die Luft. Du bleibst zurück auf diesem Fels. Zur rechten Zeit spanne ich die Pferde wieder vor. Bis dahin lebe wohl und unterhalte dich gut. Verdammter Hexenspuck! Der Kerl fliegt ja herum wie eine Fledermaus. Ibotshagel, was ist denn das? Ich kann ja nicht heraus. Der Wagen hängt in der Luft. Hört mich denn niemand? Niemand. Ihr steckt noch vor zu. Wo ist mein Bruder? Er kommt soeben zum Tor herein. Hier ist er schon. Hut Herrn von Dorn und meine Tochter. Bitte. Und das Gepäck ins grüne Zimmer. Bruder! Mein geliebter Bruder!
Liebes. Entsetzlich, diese Natter liegt an meinem Busen. Und sie kennt mich wirklich nicht. Jetzt nimm dich zusammen, Rappelkopf. Endlich sehen wir uns wieder, liebe Schwester, du. Ich kann's gar nicht anschauen. Wie geht's dir denn, du liebe Schwester, du? Ach, lieber Bruder, mir geht es recht übel. So, das geschieht ja recht. Was sagst du, lieber Bruder? Ich meine, dass ich dich recht bedauere, ja, und zwar auf eine ganz besondere Art. Denn ich weiß alles, liebe Schwester, dein Mann ist ein schändlicher Mensch, was? Nein, nein, das ist er nicht, aber ein unglücklicher Mensch. Oh, du mitleidige Seele. Ach, lieber Bruder, wenn du wüsstest, mit welcher Sehnsucht ich dich erwartet habe, um vor dir mein Herz auszuschütten. Dann schütz doch aus, liebe Schwester, schütz doch aus. Aber du wirst müde sein von der Reise. Nein, nur meine Füße sind müde, die Ohren nicht. Also setz dich, lieber Bruder. Danke dir, liebe Schwester, danke dir. Das ist eine fatale Situation. Meine Tochter und ihr Bräutigam werden gleich erscheinen. Was, wer wird erscheinen? Ja, es wird mir eine unendliche Ehre sein. Du bist so sonderbar, lieber Bruder. Was hast du denn? Ach, Verschiedenes, liebe Schwester. Die weite Reise, dein Anblick, das ist doch alles so ergreifend für mich. Oh, ich danke dir. Du bist ein Bruder, wie man keinen findet. Ja, das stimmt ja. Der Meinung bin ich selber. 5 Jahre bist du abwesend. Die Ursache meines Unglücks wird dir schon aus meinen Briefen bekannt sein. Ja, ich weiß. Du hassest deinen Mann, nicht? Was fällt dir ein? Wo gäbe es eine Frau, die ihrem Manne mehr zugetan wäre, als ich dem meinigen? Wirklich? Also, was man doch für Neuigkeiten hört. Wenn du nur die Geduld gesehen hättest, mit der ich seine Launen ertrug. Ja, die hätte ich gern sehen mögen. Also, was die zusammenliegt, ich bin schon ganz blau auf der Seite. Und dies alles hat seinen ungerechten Menschenhass nur noch vermehrt. Ja, aber sag aber, liebe Schwester, warum hasst er denn die Menschen? Ich meine, er muss doch irgendeine Ursache haben. Ja, weil er ein Neuer ist, der sie verkennt. Na, danke, Schätzens. Und doch liebe ich ihn so zärtlich. Was, diesen Narren? Närrische Liebe, was? Es ist zum Teufel holen. Und muss die Angst ausstehen, ihn seit gestern zu vermissen. Ja, wo ist er denn? Aber in einem Anfall von Wahnsinn zerschlug er alle Möbel, glaubte, der Bediente wolle ihn ermorden und rannte wütend aus dem Hause. Na, er wird schon wiederkommen. Na, der nicht. Was der sich vornimmt, das vollführt er auch. Die kennt mich wirklich. Aber wie ist er denn auf den Gedanken gekommen, dass man ihn ermorden will? Aber auf die unsinnigste Weise von der Welt. Ich befahl meinem einfältigen Bedienten, in den Garten zu gehen und Sikori auszustechen. Und das Messer in seiner Hand lässt meinen unglückseligen Mann glauben, der Bediente wolle ihn ermorden. Was, einen Sikori hat der ausstechen wollen? Nur freilich. Also, wenn du das weißt, bin ich wirklich der dümmste Mensch, den je die Sonne beschienen hat. Einen Zikuri hat der ausstechen wollen. Ja, warum ergreift dich denn das so? Nein, weil mir jetzt der Kaffee eingefallen ist, den ich heute im Wald, im Wirtshaus getrunken habe, der war ergo als Zikuri. Ja, lieber Bruder, was soll ich nun beginnen? Lass den Narren laufen. Was? Das kann dein Ernst nicht sein. Er ist doch mein Mann. Ich werde ihn nie verlassen. Ist das wahr? Ja, gewiss. Sie ist doch nicht gar so schlecht. Aber schlecht ist sie doch. Ach, lieber Bruder, wenn mein Mann imstande wäre, sich ein Leid anzutun, ich hätte mir nichts vorzuwerfen. Aber ich könnte diesen Vorfall nicht überleben. Dieses Weib martert mich. Ich schwitze schon am ganzen Leib. Und sie weint wirklich. Mein Schabudel ist schon ganz nass, aber ich glaube ihr nicht. Ich glaube ihr nicht, die Weiber können alles. Beruhige dich, liebe Schwester, beruhige dich. Es kommt jemand. Ist es wahr? Ist der Onkel angekommen? Ja. Ach, lieber, bester Onkel, mit welcher Sehnsucht haben wir Sie erwartet? Die ist genauso falsch wie die Mutter. August! Was, wer kommt? Bester Herr von Silberkern. Himmel, wer bringt das Bild mir vor die Augen? Was hast du denn, lieber Bruder? Onkel! Nein, verzeihen Sie, seien Sie mir herzlich willkommen. Ach, Herr von Silberkern, erlauben Sie mir, Ihnen die Hand zu nehmen. Das ist nicht möglich. Vergiften könnte ich den Verführer. Bruder! Onkel!
Kim. Was soll ich davon denken? Nein, verzeihen Sie, aber Sie haben nämlich eine Ähnlichkeit. Sie haben eine Ähnlichkeit. Mit wem? Mit wem? Mit einem Menschen. Mit was für einem? Mit einem Menschen, der mich bestohlen hat. Bruder. Ja, aber Herr von Silberkern. Oh, er hat nichts gestohlen als mein Herz. Ja, das ist es ja eben. Das ist es ja eben, nämlich das ist es ja eben, was mich hier gar nichts angeht. Sind doch nicht so kindisch, junger Mann. Ich habe doch nur einen Spaß gemacht. Ja. Endlich sind wir alle recht froh beisammen, meine lieben Kinder. Das ist ein freudiger Tag heute. Ein Freudentag. Aha. No, wir werden dich jetzt ein bisschen allein lassen, damit du dich eine Stunde ausruhen kannst. Wir werden unterdessen die Nachforschung nach meinem armen Mann verdoppeln. Ich hätte keinen ruhigen Augenblick, solange ich in Ungewissheit über sein Schicksal leben muss. Da wäre ein anderer klug, ich nicht. Herr von Silberkern. Herr von Silberkern. Ja, bitte. Ich weiß, dass Sie alles über Herrn von Rappelkopf vermögen. Ja, das ist wahr. Also wenn ich nichts über ihn vermag, dann richtet niemand etwas bei ihm aus. Dann werden Sie mir Ihren Beistand nicht versagen. Ja, ich Ihnen. Ja, das will ich hoffen. Wenn meines Malchens Vater sein Haus wieder betritt und es Ihnen gelingt, ihm eine mildere Gesinnung gegen die Welt einzuflößen, dann vergessen Sie auch meiner nicht. Versichern Sie ihm, dass es keinen jungen Mann auf Erden gibt, der mit einer so unwandelbaren Treue an seiner liebenswürdigen Tochter und mit einer so innigen Dankbarkeit an ihrem edlen, aber unglücklichen Vater hinge, als der von ihm so ungerecht verfolgte August Dorn. Das ist mir unbegreiflich. Bester Onkel. Ja, was? Wenn Sie meinen Vater sprechen, was ich bestimmt nicht darf, so sagen Sie ihm, dass ihn niemand so sehr liebt wie seine Tochter. Aber dass er ihr gewiss auch das Herz brechen würde, wenn sie ihren August verlieren müsste. Du bist halt doch mein Kind. Wenn ich auch jetzt nicht dein Vater bin. Aber was nutzt denn das alles? Das lass dich doch gar nicht verleugnen. Ich muss dich küssen, Malchen. Bester Onkel. Du sag mal, ist das wahr? Liebst du deinen Vater? Unendlich, lieber Onkel. Und du lügst mich nicht an? Bei Gott nicht. Ach, ist das schön. Das freut mich, das ist schön. Sie liebt mich. Sie liebt mich. So habe ich doch wenigstens eine Seele in der Welt, die mich wirklich liebt, und das ist schön. Ja, aber jetzt bitte dich, jetzt geh ich. Ich bitte dich um alles in der Welt, jetzt geh. Geh raus. Ja, aber Sie verstoßen mich doch nicht, lieber Onkel. Aber nein, im Gegenteil, Martin, nein, ich muss dich sogar noch einmal küssen, du. Aber jetzt geh hinaus. Jetzt geh, sonst muss ich mich vor mir selber schämen. Ich bitte dich, geh. Lieber Onkel, ruhe sanft. Ruhe sanft, hat's gesagt. Das habe ich doch schon irgendwo gelesen. Aber das ist doch wirklich eine Schande. Ich bin doch ein Menschenfeind und komme da in eine Liebe hinein, die gar kein Ende nimmt. Aber es war wirklich der einzige vergnügte Augenblick, den ich seit 5 Jahren erlebt habe. Ja, aber wie ist mir denn? Bin ich betrunken? Bin ich besoffen oder habe ich einen Rausch? Das ist doch nicht die Möglichkeit. Denn wenn das alles wahr wäre, was die Leute da zusammenreden, dann wären sie ja völlige Engel. Nein, das ist Betrug. Da muss etwas dahinter stecken. Da ist irgendein Einverständnis. Mein Weib ist eine Schlange. Zu was braucht's Herrn Ziguri, wenn eh so viel Kaffee aufgeht? Aber meine Tochter, die ist brav. Oh, die ist brav, über die lasse ich nichts mehr kommen.
Nur dieser junge Mann da, der Maler, dem traue ich nicht. Dem haben's doch das alles nur so einstudiert. Ah, jetzt kommt der Habakuk. Der große Bandit, der soll mir jetzt ein Lied aufstecken. Hey, Habakuk. Wie? Euer Gnaden wissen, wie ich heiß und hab mich noch nie gesehen? Wieso ich... Naja, ich kann ihn ja auch woanders gesehen haben. Ja, freilich. Ich war ja 2 Jahre in Paris. Befehlen, euer Gnaden, etwas? Ja, was ich sagen wollte, ich traue dem Kerl nicht. Hat er nicht ein Messer bei sich? Nein, aber ich kann ja gleich eins holen. Nein, unterstehe er sich. Nein, ich brauche gar keins mehr. Ich habe nur etwas abschneiden wollen. Ja. Der Weib stand und holt eins. Ich trage sonst immer ein Messer bei mir. Na, so bitte, der Hartmann. Das ist ein routinierter Mörder. Mein lieber Freund, ich will ihm etwas schenken. Aber geh mir doch ein wenig an die Hand. Ja, er weiß doch, ich bin doch der Bruder von seiner Gnädigen. Ja, Herr Gnaden, hab schon alles weg. Ja, ich sage mir, wie behandelt denn mein Schwager seine Frau? Ja. Infam. Was sagt er? Sieh, das ist ein sekanter Mensch. Der glaubt, die Leute sind nur wegen ihm auf der Welt, damit er sein Geil an ihnen auslassen kann. Da hört man wenigstens ein wahres Wort. Der redet doch, wie er denkt. Ja, er soll ja nicht zum Aushalten sein mit ihm. Und darum kann ihn auch meine Schwester nicht ausstehen, nicht wahr? Aber Herrn Erdnoden, auf. Sie weint sich ja völlig die Augen aus um ihn. Ich kann sie nicht genug trösten. Aber man hat doch erzählt, sie hätte ihn wohl gar ermorden lassen. Aber Herrn Erdnoden, auf. Erdnoden wird doch nicht auch so einfältig sein, das zu glauben. Ja, aber er, glaube ich, er ist sogar mit dem Messer auf ihn losgegangen. Ich? Warum nicht, Goa? Ich fall doch in Ohnmacht, wenn ich bloß ein Händel abstechen soll. Aber er lässt ja keinen zu Wort kommen, der Satan. Du bist ein übergrenzender Bursch, ein Verleumder. Jetzt sag er mir, ist sein Herr ein gescheiter Mann? Wissen, Herr Gordon, wer denn du jetzt unter uns? Es ist nichts zu Hause bei ihm. Es ist nichts zum Aushalten. Da hat er mein guter Freund. Er hat mir sehr schöne Sachen gesagt. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Aber jetzt geh er, ja? Jetzt geh. Oh, den freut's, dass ich über den anderen schimpft. Er kann ja nicht recht leiden. Da muss er ein bisschen mehr auftragen. Vielleicht schenkt er mir noch etwas. Also sehen, euer Gnaden, ich war 2 Jahre in Paris. Aber ein so zuwiderer Mensch wie der ist mir noch nicht untergekommen. Und woher kommt das? Es gibt ihm alles nach. Da wird er nie kuriert. Also, ich verstehe nichts von Medizin. Aber ich glaube, wenn er einmal ordentlich durchgewassert wird, dann müsste sich seine ganze Natur umkehren. Jetzt ist aber Zeit, dass er geht. Ja, und ein paar Menschen, Augenblick hinaus. Wie kann er sich denn unterstehen, so von seinem Herrn zu reden? Gleich fort und ich zerschlage ihm alle Knochen im Leib. Das fängt er an. Das ist ja eine schreckliche Familie. Das ist ein schrecklicher Kerl. Aber so kann man seine Leute kennenlernen. Also bitte, von meiner Frau spricht er nicht gar so schlecht. Nein, er traut sich nicht, weil er mich für den Bruder hält. Aber für einen Mörder ist doch der zu dumm. Also ich habe ihn wirklich für pfiffiger gehalten. Was ist denn? Die gnädige Frau lässt fragen, ob euer Gnaden eine Tasse Tee befehlen. Ja, also ein Kaffee wäre mir lieber. Die werde ich auch in die Kur nehmen. Sie, Mamsell, kommen Sie mal her. Jetzt sag sie mir einmal, was macht denn meine Schwester? Die ist sehr betrübt. Wegen was? Nach unseres gnädigen Herrn wegen. Wegen mir? Nein, also wegen Ihnen nicht. Ah, die kennt mich auch nicht. Na und was macht meine Nichte? Na, die spricht mit ihrem Bräutigam. Was mit... Sag sie mir, Mamsell, was ist denn das für ein Mensch? Das ist ein sehr liebenswürdiger Mensch. Was heißt, das macht er vielleicht auch die Kur? Aber warum nicht? Der wagt es doch nicht einmal, ein anderes Mädchen anzuschauen. Das wird ein handfester Pantoffelritter werden. Ich glaube, der hat mir ja nur deshalb noch keinen Heller zum Geschenk gemacht, damit er nur nicht meine Hand berühren darf. Er und mein Fräulein taugen sehr zusammen. Und es ist himmelschreiend, dass der gnädige Herr seine Einwilligung nicht gibt. Du ganz recht, wenn er sie nicht gibt. Der junge Mann hat ja überhaupt gar keine Achtung vor ihm. Aber der schätzt ihn doch weit mehr... Verzeihen, euer Gnaden, wenn ich so von Ihrem Herrn Schwager spreche, weit mehr, als er es überhaupt verdient. Hm. Es ist, als ob Sie sich alle verschworen hätten gegen mich. Sie, Mamsell, kommen Sie mal her.
Ich will ihr ein gutes Geschenk machen. Aber jetzt sag sie mir in aller Geschwindigkeit alle üblen Eigenschaften von ihrem Herrn. Ja? In aller Geschwindigkeit? Ja. Das ist unmöglich. Warum? Weil wenn ich jetzt den Augenblick damit anfange, ich morgen früh noch nicht fertig bin. Oh, ich denke, du teilnehmen, mir das alles anzuhören. Bruder, er kommt! Wer kommt? Der gnädige Herr. Fachmann! Heiko. Also seitdem die Welt besteht, war noch niemand so neugierig auf sich selbst, als wie ich. Dass niemand zu mir gelassen wird! Ganz meine Stimme. Ich höre mich schon. Hui, mein Weib! Raffeli! Das ist zu viel, du geh wieder! Ich bin's, da gibt's keinen Zweifel. Bleib, lieber Mann, wir sind ja so glücklich, dich wiederzusehen. Lass mich! Entweder gehst du oder ich! Nein, bleib, ich will gehen. Also aufgelegt bin ich nicht gut, aber das kann auch nicht anders sein. Was will sie da? Der Frau hat euer Gnaden nichts befehlen. Also eine Angst hat alles von mir, dass es eine wahre Freude ist. Wo ist die Tinte? Na, dort ist sie. Da Federn? Hab ich keine. Jetzt hat die ganz keine Federn. Also holen Sie welche, hat sich gehört? Hinaus mit ihr! Sie Schlange, sie Basilisk, sie Krokodil, sie Anaconda! Also in der Naturgeschichte bin ich ja gut bewandert. Ich weiß nicht, ich fahre immer ganz gut. Ein bisschen gar bin ich, das ist wahr. Ja, ich muss mein Testament machen. Wo darf ich mein Testament machen? Na, das war nicht übel. Diesen Entschluss muss ich ja sofort unterbrechen. Grüße Gott, Herr Schwager! Eben bin ich angekommen. Wer ist das? Das ist ein eigener Anblick, wenn man vor sich selber steht. Was wollen Sie da? Mein Herz, ich bin doch Ihr Schwager. Kennen Sie mich nicht mehr? Aha. Warum haben Sie mir nicht geschrieben? Ha? Haben Sie mir meine Interessen mitgebracht? Wie steht es mit meinem Vermögen? Ja, das möchte ich ja selber wissen. Das Handelshaus Venedig, wo ich mein Vermögen angelegt habe, soll nicht gut stehen. Ist es verloren? Verloren war nicht übel, da kriege ich schon selber Angst. Ihr habt kein Interesse daheim. Ja, ich doch auch nicht. Aber Sie müssen das Geld haben. Sie haben es mir sonst auch geschickt. Da steckt Betrug dahinter. Aber bitte, lassen Sie sich doch sagen. Nichts, lassen wir sagen. Ich kenne die Welt. Sie gehört zu dem Katzengeschlecht. Ja, aber Herr Schwager, ruhig! Wann haben wir nicht zu schreien, mich? Mir tun schon die Ohren weh. Euer Gnaden. Jetzt bin ich aber neugierig. Hier sind die Federn. Dieser Mörder! Wagt es, mir vor die Augen zu kommen? Komm mir nicht an den Leib, du Bandit! Also, das ist übertrieben. Wer wird sich vor dem Esel fürchten? Die gnädige Frau lässt fragen, ob sie schon bald herüberkommen darf. Nein! Sie weint aber so schrecklich. Krokodilstränen! Wenn sie aber krank wird. Ins Spital mit ihr! Das ist ein kurioser Humor. Also, verzeihen Sie, Herr Gnaden, das ist zu stark. Ich war 2 Jahre in Paris, Wenn er es noch einmal wagt, dieses unerträgliche Sprichwort in meinem Haus hören zu lassen, so zahle ich ihm hier seinen Lohn im Vorhinein. Au, Herrgott, noch mal, gib's doch ein bisschen Acht. Das müssen aber harte Tolle sein. Hab ich Ihnen wehgetan? Na, ich hab doch ein Loch im Fuß. Geschichte dir ganz recht. Was? Wenn er also dieses Wort noch einmal sagt, auch wenn ich nicht dabei bin, geht er auf der Stelle aus meinem Dienst. Nimm das Geld. Da wird's. Das Geld soll... Da lass! Warum nimmst du es denn nicht, hä? Das ist ganz meine Manier. Verzeihen, Euer Gnaden, aber um diesen Preis kann ich mich nicht wegwerfen. Denn ich habe keinen anderen Stolz, als dass ich 2 Jahre... Ich erdrossle ihn, wenn er noch einen Buchstaben mehr dazu sagt. Hilfe! Aber Herr Schwager... Wo warst du die 2 Jahre? Warst du in Paris? Nein, in Stockerau. Na, dann geh hin, oder du Satan, ich rede! Also ich finde, dass ich doch etwas Abstoßendes in meinem Betragen habe. Wenn das sofort geht... So käme ich mit mir selbst nicht raus. Wer schlägt aus dem Haus? Donner und Blitz! Das ist der junge Maler. Der war bei meiner Tochter. Na, warte, du entkommst mir nicht. Ich bin ein rasender Mensch. Ich fange mir ordentlich an, selbst zuwider zu werden. Das hätte ich in meinem Leben nicht gedacht. Sie wissen, Herr Reinig, lass Sie nicht mehr los. Heute schon bei der Folgen. Rein mit dir, du Verführer meines Kindes! Wie können Sie es wagen, mein Haus zu betreten, ha?
Wer gibt Ihnen das Recht dazu? Das ist wieder gut gesprochen. Das gefällt mir. Meine Liebe, Herr von Rappelkopf, und meine redlichen Absichten. Sie soll gar keine Absichten haben, weil sie keine Aussichten haben. Bravo. Ich kann mein Kind verheiraten, an wen ich will. Denn ich bin der Vater. Bravissimo. Und es ist eine Frechheit von Ihnen, dass Sie sich gegen meine Erlaubnis in mein Haus zu schleichen suchen, um mein Kind vom Gehorsam gegen seinen Vater abzubringen. Sehr schön. Ich muss mich selber loben. Herr von Rappelkopf, ich beschwöre Sie, bei allen Gefühlen, welche Ihr leidenschaftliches Herz je bestürmten, haben Sie Nachsicht mit dem meinigen. Ich kann ohne Ihre Tochter nicht leben. Das ist kein so schlechter Mensch. Er soll nicht so hart mit ihm sein. Ich traue Ihrem Wort nicht, denn Falschheit blickt auf Ihrem Auge. Drum waren Sie es nicht mehr, meine Schwelle zu betreten, ja? Hier steht mein Tor, hungrigen Welpen offen. Er will ich Raben unter meinem Dach nisten lassen. Er will ich giftige Schlangen an meinem Busen nähren und die Pest zu meinem Tisch laden. Ich Ihrer Lunge auch nur einen Atemzug in meinem Hause erlaube. Also das ist ein Unsinn ohnegleichen. Es ist beinahe nicht zu glauben, dass ein Mensch so sein kann. Herr von Rappelkopf. Was denn? Wenn Ihnen das Leben eines Menschen etwas gibt, dann reizen Sie meine Leidenschaft nicht auf das Höchste. Herr von Silberkern, nehmen Sie sich meiner an. Ja, ich kann doch nicht. Ich bin froh, wenn er mich selber nicht aus sich schmeißt. Ja, so wollen Sie mir mit Gewalt das Leben rauben. Sie würden mich sehr zu Dank verpflichten, wenn Sie es mir zum Geschenk machen wollten. Also das ist infam. Herr Schwager, schweigen Sie! Sie sind auch im Komplott mit ihm. Aber ich schwöre es Ihnen, bei den glühenden Angeweihten des Vesuvs, wenn Sie es wagen, mein Kind in dieser Leidenschaft zu unterstützen, dann sollen Sie ein Andenken nach Venedig mit zurücknehmen, dass ganz Italien darüber in Entsetzen geraten soll. Das ist doch nicht möglich. Das soll ich sein. Na, der übertreibt nicht, doch. Das ist ein schauderhafter Mensch. Also ich kriege einen ordentlichen Hass auf ihn. Wenn der sofort wütet, in 8 Tagen sind wir alle zwei hin. Herr von Silberkern, leben Sie wohl. Grüßen Sie mein Mahlchen und vergessen Sie mich nicht. Ja, wo wollen Sie denn hin? Fragen Sie mich nicht, ich kann ohne Amalia nicht leben. Also sind Sie doch ruhig, ich gebe Ihnen ein Wort, Sie bekommen sie. Ja, ja, aber wenn der Vater nicht will. Na, der will schon, der Vater. Sorgen Sie sich nicht. Jetzt gehen Sie unterdessen fort und ich werde schon alles ausgleichen. Ja. Und Sie, Herr Mahler, wenn Sie vielleicht zufällig Liebesbriefe bei sich haben sollten, geben Sie das her, ich werde es besorgen. Ja, bester Onkel. Ich muss so machen. Ach Gott, vergessen Sie mich nicht und sagen Sie meinem Mahlchen, Sie sollen... Das können Sie schon selber sagen. Jetzt gehen Sie gleich hier zu ihr. Ja? Ja. Nie werde ich Ihre Güte vergessen. Auf Wiedersehen. Das ist nämlich ein ganz passabler Bursch. Den hätte ich beinahe verkannt. Überhaupt fängt es bei mir an, jetzt etwas Tag zu werden. Euer Gnaden. Wo ist schon aus? Verzeihen, Euer Gnaden, wenn ich meine Zuflucht zu Ihnen nehme. Aber mit meinem Herrn zu reden, das ist ja halsbrecherisch. Da sind ja Euer Gnaden noch viel gütiger. Euer Gnaden haben ja nur alle Knochen im Leib zerschlagen wollen. Und unter zwei Übeln muss man das Kleinere wählen. Und da bin ich an Euer Gnaden geraten. Also, das ist ein gar zu dummer Mensch. Ich kann gar nicht begreifen, wie mich so etwas hat beleidigen können. Also, was hat er denn? Euer Gnaden wissen, dass ich das Bewusste nicht mehr sagen darf. Und wenn das nicht anders wird, dann muss ich zugrund gehen. Ja, aber was hat er denn davon, wenn er sagen darf, dass er 2 Jahre in Paris war? Unendlich viel. Es hat alles mehr Achtung vereinen. Das habe ich schon 100 Mal bemerkt. Kurzum, wenn ich das verschweigen muss, dann kriege ich eine Gemütskrankheit und die geht drauf. Also jetzt weiß ich nicht, soll ich mich ärgern oder soll ich lachen? Ich unterdrücke es ja, aber das macht mir so Beklemmungen, denn ich war 2 Jahre... Senor Gnad, mir wird schon wieder nicht recht übel. Also sag es halt. Ich trau mich nicht. Auf meine Verantwortung. Lassen Sie sich Euer Gnaden statt meiner fortjagen? Also ja. Nun, so versichere ich Euer Gnaden,
Ich war 2 Jahre in Paris. Also das ist eine Wohllust, die nicht zu beschreiben ist. Also ich erlaube es von diesem Augenblick an, dass er es wieder sagen darf, ja? Aber nur unter einer Bedingung, dass er nie mehr über seinen Herrn schimpft. Oh, das ist ein Mann, wie es keinen zweiten mehr gibt. Und jetzt erlauben euer Gnaden, dass ich euer Gnaden umarmen darf. Euer Gnaden sind mein Wohltäter, mein Vater. Heute kriegt kein Mensch ein anderes Wort aus mir heraus als: Ich war 2 Jahre in Paris. Ja, was sag ich zu dem? Der eine möchte nichts als verliebt sein und der andere ist schon zufrieden, wenn man ihm erlaubt zu sagen, dass er 2 Jahre in Paris war. Lauter Norden! Lieber Bruder, was sagst du zu dem Betragen meines Mannes? Habe ich das um ihn verdient? Nein, also gewiss nicht, liebe Schwester. Ach, Onkel, jetzt ist mein Unglück entschieden. Ja, also tröste dich, Malte, tröste dich, Enkel. Also nur um das Kind tut's mir leid. Er läutet. Wer geht denn jetzt hinein? Von mich will er ja nicht sehen. Und ich mag ihn nicht sehen. Und ich trau mich nicht hinein. Ich auch nicht, liebe Mutter. Na, ich bin ja ungemein beliebt. Lieber Onkel, gehen Sie. Ah, ich nicht. Ich fürchte mich vor mir selber. Er läutet wieder. Ich muss doch. Was ich gehe schon, meine Frau, ich gehe schon. Was ist denn hier, euer Gnaden? Frisch ins Wasser, aber schnell! Was ist er denn? Was ist denn? Er sitzt da, hitzt am Fenster. Es scheint ihm nicht wohl zu sein. Er ruft nach Wasser. Also bringen Sie welches? Ah, ja, ja. Mein Gott, wenn er noch nicht krank wird. Ja, wer nicht über das Kind brauchen. Am Ende trifft ihn noch der Schlag. Geh herauf, mir wird schon völlig bang. Gib die Hausapotheke her. Niederschlagendes Pulver. Da ist sie. Mein Gott, wo bleibt denn das Wasser? Wo bleibt denn das Wasser? Hier ist das Wasser. Ach, komm, ich werde das Pulver selber reinigen. Ich muss ja schauen auf mich. Das wäre sowas. Er kommt. Also so werden meine Befehle respektiert. Was machst du hier? Was hat der Maler hier im Hause wollen? Ha? Ah, wir sprechen uns doch. Komm, lieber Mann, dir ist nicht wohl. Setz dich und nimm Arznei. Wasser will ich sonst nichts. Nein, du musst, ich darf dich nicht erkranken lassen. Nimm mich, bitte dich. Nein. Ach, lieber Vater, nehmen Sie bitte. Also da gehört wirklich eine Geduld dazu. Ich möchte mich selber ohrfeigen. Aber auf sein Gesicht. Also gib den her. Hölle, was ist das denn? Der Trank ist drüben. Gesteh, du hast ihn vergiftet. Also das geht noch über den Siguri. Aber so schau doch nieder, Herr. Das ist doch niederschlagendes Pulver. Das ist nicht wahr. Also schlag ihn noch ohne Pulver nieder. Es gibt kein Leugner mehr. Der Trank ist tippt. Ich bin in meinem eigenen Hause des Lebens nicht mehr sicher. Mein Weib will mich ermorden. Entsetzlich. Meine eigenen Worte. Verlass mein Haus. Ich will allein hier hausen. Und mein Geschäft heißt Menschenhass. Ich will von dir und von der Welt nichts wissen mehr. Verwünsche dich. Ich unglückseliges Weib. Verwünsche mein Kind. Sattermann, geht's jetzt mir zu früh. Der Kerl verwünscht mir das ganze Haus. Lass dich nimmermehr von meinem Antlitz sehen. Verleugne mich. Ich bin dein Vater nicht. Vater, erbarmen, verstoßen Sie mich nicht. Bin weg von mir. Jetzt muss aber so. Ich muss mich um meine Familie annehmen. Der Kerl, der ruiniert mir mein Weib und Kind. Sapperment, Sie sind ja kein Mensch, ein Teufel sind Sie. Der mich schwärzer darstellt, als ich bin. Du kommst mir gerade recht, du schändlicher Betrüger. Gib mir Genugtuung dafür, dass du Komplotte schmiedest hinter meinem Rücken. Gib mir Rechenschaft, wie mein Vermögen steht. Was heißt Anpackt? Das ist zu viel Satisfaktion. Duell! 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 Pistole her! Hallo, mein Herr! Da sind Sie schon. Bitte! Das steht eine Schlacht über Austerlitz. Bitte! Mann, ich bitte dich um alles in der Welt. Und sonst? Okay, sind Sie doch vernünftig. Geh weg, ich hab keine Zeit dazu. 5 Schritte sind genug. Wir schießen uns gleichzeitig. Hol! 10 bis 3. Was willst du euch da? Ja, wir sind doch die besten Freunde. Jetzt sind wir doch erst auf du und du. Geh weg, ich hab keine Zeit, ich muss. 1, 2. Ja. Die fällt schon um und die haben noch gar nicht geschossen.
Die Mutter stirbt. Sag sie so, ich warte damit. Eins, zwei, der drückt schon los. Onkel, wenn Sie jetzt schießen, töten Sie zwei Menschen. Aber los, bitte. Marantana. Marantana, jetzt ist mir was Furchtbares eingefallen. Ich kann mich ja gar nicht duellieren mit ihm. Wir haben ja alle zwei nur ein Leben. Wenn ich ihn erschieße, so schieße ich mich ja selber tot. Servus. Wenn ich jetzt losdrückt hätte, wär's schon gut. Warum besinnst du dich? Na, Herrn, wenn sich da einer nicht besinnen soll. Nur einer fällt. Ich oder du? Ja, glauben Sie? Wir fallen in Kompanie? Einerlei. Es geht auf Leben oder Tod. Nein, Irrtum, es geht auf Tod und Tod. Warum schießt du nicht, du feiger Wicht? Warum? Weil ich meine Schwester nicht zu Witwe machen will. Oh, ich will mein Leben nicht erhalten für diese mörderische Brut. Und die will ich am allerwenigsten danken. Es gilt mir nichts. Wie der mit meinem Leben umeinander wird, dabei geht sie mir gar nichts an. Aber deine Feigheit will ich dir nicht dulden. Pack die fort aus meinem Haus, sonst werf ich dich hinaus. Jetzt wirft mich der Kuh aus meinem eigenen Haus. Der Kerl spielt ja noch Palo mit mir. Dabei weiß ich gar nicht, was er noch immer will. Ich sehe dich ein, ja, ich war ein Vieh. Du möchtest wissen, was jetzt noch kommt. Ein Brief. Aus Paris, du Dummkopf, du. Ist mir aus Venedig. Aus Venedig? Oh, aus Venedig? Ja, damit, der interessiert mich auch. Was wollt Sie? Was, jetzt darf ich nicht einmal meinen eigenen Brief lesen, diese verdammte Doppelgängerei. Na, das muss eine schöne Nachricht sein. Ich bin verloren. Dann bin ich's auch. Mir wird nicht ganz wohl. Mir wird ewig. Ich geh zugrunde. Ich bin schon hin. Wasser. 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 Ja, Wasser. Wasser, das brauch ich. Ich erinnere mich daran. Und du, elender Betrüger, du bist an allem schuld. Aber ich doch nicht. Mein Schwager ist an allem schuld. Wo ist denn der verdammte Brief? Mein Herr, ich berichte Ihnen, dass das Handlungshaus, bei welchem Ihr Vermögen liegt, gefallen ist. Hier liegt sie da. Ich strecke schon alle Viere von mir. Der gnädige Herr ist fort. Er sagt, er will sich ertränken. Er stürzt sich vom Felsen in den Strom. Mein Mann! Mein Vater! August, hilf! Also was der Kerl mit meinem Leben treibt, ich komme von einem Tod in den anderen hinein. Himmel, steh mir bei! Verzweiflung, gib mir Kraft, sonst muss ich untergehen! Holzen auf! Holzen auf diesen unglückseligen Kerl! Holzen auf! Holzen auf! Holzen auf! Lebe ich denn noch? Bin ich nicht in Kompanie ersoffen? Du lebst, lieber Mann. Sie leben, bester Vater. Und künftig nur für euch. Das heißt, wenn ich euch nicht zu schlecht bin. Ich sehe dich beschämt und reuergriffen vor mir stehen. Du hast und Menschen hast geschaut und eines Menschenfeindes Ende. Ja, ist er denn wirklich hin, dieser verwünschte Lebenskompagnon, dieses Zerrbild meiner Unverträglichkeit? Er ist verschwunden, wie dein Menschenhass. Na, das waren aber saubere Leute. Bin ich froh, dass ich sie losgeworden bin. Aber weil euer Gnaden sogar so viel Vermögen sind, könnten sie nicht auch etwas über mein verlorenes Vermögen vermögen? Damit ich auch meinem Schwager verzeihen kann, weil er wirklich der Einzige ist, den ich noch hasse. Hier lade ich meinen Passagier von seiner Wolkenreise ab. Die Alpenluft hat ihm recht gut getan. Na, wat, du sauberer Postillon. Herr Schwager, sehe ich Sie endlich wieder einmal. Sie sind mir der liebste Schwager. Jetzt kommen Sie daher, wo schon alles vorbei ist. Sie sind an meinem Unglück schuld. Ja, ich bin ein Bettler. Von einmal 100.000 Gulden Münze. Die ich ohne Ihre Einwilligung von dem Bankier erhoben habe, bevor das Haus noch fiel, weil ich Wind bekam und Ihr Vermögen retten wollte, dass ich Ihnen hier in Wechseln übergebe. Ja, das ist ein Schwager, den lassen Sie mir gefallen. Der bringt doch was ins Haus.
Kinder, mein Vermögen, diese Menge Wechsel. Ich bin völlig ausgewechselt vor lauter Freude. Das werde ich Ihnen nie vergessen, lieber Schwager. Bezahlen Sie mal lieber die Angst, die ich Ihretwegen ausgestanden habe. Nehmen Sie die meinige dafür. Sie kommen nicht zu kurz. Ja, aber wie hängt denn das alles zusammen? Ach, das werde ich Ihnen morgen früh erzählen. Heute habe ich schon so viel zusammengekriegt, dass ich nichts mehr sagen kann, als Sie sind mein Schwiegersohn. Was? Nehmen Sie sie. Aber Sie sind ein Maler. Schmieren Sie mir's nicht an. Lieben Sie sie so, wie ich sie ungerechterweise gehasst habe. Da kann sie schon zufrieden sein. Ach, bester Vater! Nein, nein, dort bedankt euch. Großer Alpenkönig, Dank! Ich habe dir gestern einen Kranz versprochen. Als ich dein Leid im Alpentale sah, du siehst, ich habe nicht mein Wort gebrochen. Das Leid ist fort. Der Kranz ist da. So nimm ihn hin, du Mädel seltener Art, das treulich hält, was liebend es verspricht. Und da ich euch so väterlich gebar, vergesst auch auf den Alpenkönig nicht. Kinder, ich bin ein pensionierter Menschenfeind. Bleib's doch bei mir und ich werde meine Tage ruhig im Tempel der Erkenntnis verleben. Erkenntnis, du lieblich erstrahlender Stern, dich suchet nicht jeder, dich wünscht mancher fern. Zum Beispiel die Leute, die oft uns betrügen, die wollen nicht erkannt sein, sonst würden's nicht lügen. Nicht lügen, nicht lügen, sonst würden's nicht lügen. Der Mensch soll vor allem sich selber erkennen. Ein Satz, den die ältesten Weisen schon nennen. Drum forsche ein jeder im eigenen Sinn. Ich hab mich erkannt heut. Ich weiß, wer ich bin. Drum forsche ein jeder.